Leute und willkommen zu diesem Vlog. Und zwar ist das ein Vlog in Italien, denn wir sind auf Kursfahrt für eine Woche bzw. 5 Tage und entschuldigt mein sehr verwischtes Make-up, aber wir haben eine ca. 14 Stunden lange Busfahrt hinter uns. Und jedenfalls sind wir am Gardasee, in Moniga del Garda heißt der Ort, und wir sind zu dritt, durften gerade in unser Bungalow einchecken, das ist richtig schön. Wir haben hier aber so einen Essbereich, hier ein Schlafzimmer, da ein Schlafzimmer, sind jetzt gerade dabei uns Nudeln als Mittagessen zu kochen. Wir wollen dann auf jeden Fall die nächsten Tage auch mal Tagesausflüge nach Venedig und Verona machen, an den Gardasee und sonst was. Und da kommt ihr natürlich mit. Deswegen viel Spaß beim Video und bis dann. So, und jetzt wird gegessen. Wir haben hier einmal Nudeln mit Steinpilzfüllung. Dazu ein verschiedenes Pesto und Parmesan. Never know, I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine. My cause. Abspielen mit Ella. Das ist also gut gelaunt. So für die Kamera. Der Plan sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir haben jetzt zu Ende abgespült und aufgeräumt und unsere Koffer ausgepackt. Und jetzt wollten wir mal ein bisschen das Grundstück hier erkunden. Das heißt, auch mal zum See runtergehen und dann danach was einkaufen fürs Frühstück morgen. Ja. Off. Ein bisschen Angst. Aber naja. Jedenfalls setzen wir uns jetzt hier auf so Steine. Ich habe mir einen Malibu Spritz geholt und jetzt warten wir mal, bis wir die nächsten Anweisungen von den Lehrern bekommen. Und bis dahin genießen wir ein bisschen den Ausblick. Also das Ding sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich bin gerade dabei, mich in diesem viel zu kleinen Badezimmer fertig zu machen. Es ist wirklich so disgusting. Aber naja. Das ist nämlich so, dass wir am ersten Tag jetzt noch so viel Stress hatten quasi und jetzt nicht einkaufen gehen wollten direkt, weil es einfach mega heiß war und total stressig vom Zeitplan her. Und deswegen gehen wir jetzt heute auswärts Abendessen. Und werden dann morgen einkaufen gehen, dann eben morgen anfangen zu kochen zu Hause. Und genau, dafür werde ich mich jetzt fertig machen und dann geht's aus Essen. I never think, I never
Also wir sitzen jetzt hier in dem Restaurant, in so einem italienischen, obviously. Wir haben uns jetzt Pizza bestellt und Weißwein. Und ich habe eine Pizza Buvola, also mit Büffel Mozzarella. Und die beiden haben sich Pizza Margheriten bestellt. Margheriten? Also genau. Und das werden wir jetzt essen. Hast du dir schon irgendwas ins Gesicht geschmiert an Sonnencreme? Nein. Solltest du das vielleicht fertigen? Kommt da noch später drüber. Ja, komische Reihenfolge. Doing our Make-up outside. Aha. Ich wollte gerade sagen, wir haben ein bisschen länger. Nie hab ich drauf. Das hab ich selber gemacht. Von YouTube. Danke. Das ist ein bisschen kaputt, der Spiegel. Die Stadtführung ist jetzt vorbei und wir haben uns jetzt in so ein Restaurant gesetzt und wollten hier was zum Mittag essen. Genau, haben wir jetzt schon Brot bekommen mit Parmesan und haben jetzt Nudeln und Bruschetta bestellt. Ja. Und jetzt haben wir hier 3 Stunden, um uns noch in Verona ein bisschen umzuschauen. Hast du einen Löffel? Ja, man isst hier wahrscheinlich Spaghetti nicht mit Löffel. Oh. Echt, ich krieg immer meine Hustenanfälle, wenn ich gestresst bin. Swear to God. Inspired by the ones that were left behind us, we fell for the light of a fallen sky. Wir waren gerade schwimmen am Gardasee, beziehungsweise im Gardasee. Und jetzt wird Abendessen zubereitet. Wir waren vorhin einkaufen, wie man da sieht. Und wir machen uns jetzt einen Salat. Ja. Voices above this light. Und das ist unser leckerer, selbstgemachter Salat. Guten Appetit! Guten Appetit! wir haben jetzt kurz nach 8, beziehungsweise 8:30, glaube ich, schon mittlerweile. Wir sind von aufgestanden und haben uns jetzt hier an den See, ans Ufer gesetzt und uns Frühstück geholt. Genau, Croissants und Kaffee. Und das genießen wir jetzt mit diesem wunderschönen Ausblick. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll take the pleasure and the pain. The
jetzt folgendermaßen, wir chillen jetzt gerade an so einem Strand. Und es ist unnormal schön, also hier sind überall Berge und sonst was. Ich weiß gar nicht genau, wo wir sind. Aber jedenfalls machen wir gleich Katamaransegeln. Das heißt mit so einem Ding, so Windsegeln. Und genau, filmen kann ich logischerweise nicht, weil mein Handy nicht wasserfest ist. Aber vielleicht packe ich noch ein paar Landschaftsaufnahmen hier rein. Und genau, dann sehen wir uns später wieder, wenn wir wieder zurück auf der Anlage sind. So, ein recht dürftiges Frühstück im Bus. Und jetzt fahren wir los. Ja, mach mal. Oh Gott, sieht scheiße aus. So, sieht aus, als hätte mich jemand zusammengeschlagen. Wir sehen noch beide ziemlich verschlafen aus. Aber jedenfalls fahren wir jetzt los nach Venedig. Und Venedig. Movement so graceful. Wildcat in the jungle with dangerous claws. Movement she anticipates, a sight is set on her prey. Like stars in the darkest night, crystallized, fascinating. If you wanna stay alive, if you don't wanna be her prey, don't stand in her way. Run, run, run away. Crystallize, 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 watching her prey. Crystallize, crystallize. Kein Gewehr für schlechte Kameraführung. Ja. Wir sind jetzt hier in Venedig. Wir sind gerade in einem kleinen Süßrestaurant direkt am Kanal. Wir kriegen einen Aperol Spritz mit Olive drin. Ja, und haben jetzt Pizza mit Schule. Nee, nur Pizza bestellt. Ja.